an Gespräch kommen mit neuen Leuten, sie fragen, was sie möchten, sie sehen, dass sie Fluglotsen. Du hast ungefähr die Hälfte von den Leuten, die meinen, dass du die bist mit den Ping-Pong-Schläger und dass du die Fliegerin im Parking raufwinkst. Ich arbeite als Fluglotse am Turm am Flughafen Lützeburg. Ich arbeite seit 14 Jahren hier als Approchkontroller. Die Approchkontrolle ist zuständig für alle die Fliegerin, die in Lützeburg landen kommen und die von hier fortfliegen. Und zwar in einem Bereich zwischen Frankfurt, Brüssel, Paris. Am innersten Luftraum da das dann bis zu einer Höhe von 16.500 Fuß. Und wir sind dann hier angehalten, für den sicheren Flug vom Trafik zu garantieren. Und zwar die erste Priorität eben sicher, die zweite Priorität effikaz und die dritte Priorität ordentlich. Ich kümmere mich um alle guten Fliegerinnen, die direkt am Flughafen sind, sind dort die Arrivieren oder die Paaren. Zum Flieger kann ich ihm die Erlaubnis geben, für Take-off zu machen, das heißt für fortzufliegen. Und selbst das doch mit den Arrivieren. Der bringt den Projekt bis auf das Finale von der Piste. Und man habe es dann für ihn zu sagen, wenn die Piste frei ist, wenn kein Flieger mit drauf ist, für zu sagen, du darfst landen. Wir arbeiten an vier Schichten insgesamt, sind immer zu zwei. Eine Frühschicht, eine Dachschicht, eine Spätschicht und eine Nachtschicht. Die Schichten die überschneiden sich ein bisschen, weil wir dürfen just maximal 2,5 Stunden wirklich auf der Position arbeiten, das heißt, mit den Fliegern schwätzen und den Lotsen. Und da müssen wir Pause machen. Das ist auch die Responsabilität von allen Kontrollern, für dass man genug geschlafen hat. Man hat natürlich auch den Vorteil, dass man eine große Flexibilität am Privatleben hat. Auch gerade wenn ich kann, zum Beispiel, dass es ganz flott von der Schichte schafft. Es gibt am Anfang keinen typischen Parcours für die Kontrolle. Wir kommen wirklich aus allen Lebenslagen. Hier beim Start ganz klassisch, dann möchte ich eine Bewerbung. Und da wird dann geguckt, ob ich administrativ qualifiziert bin, für zu postulieren. Und dann, wenn in die erste Etappe gepackt wird, dann geht ihr invitiert für den sogenannten FIS-Test zu machen. Da geht geguckt, wie schnell ihr reagiert, wie gut ihr ist mit Stress. Englisch muss ich definitiv können, muss ich ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen haben. Dann geht man für das erste Jahr ins Ausland, ein Jahr bis an der Halbzeit, und dann geht ihr zurück auf die Schule. Weil was am Anfang so flott ist bei der Ausbildung, hat mich auch ein bisschen überrascht, hat, wie ich angefangen habe, dass ich von Anfang an volles Salär kriege. Das heißt, ich bezahlt, für die Ausbildung zu machen. Da kriege ich wirklich alles beibringen, da muss ich noch nicht viel wissen. Und dann fange ich nur mit den Simulationen. Wenn ich das alles gepackt habe, alle guten Examen gepackt habe, dann kann ich zurück auf Lützeburg. Und dann nur den Don nach einem Jahr bis anderthalb an der Jobtraining herstellt. Das heißt, du schaffst ihn dann um den richtigen Schirm, am Live-Traffic, mit einem Coach zusammen, einem Instructor, der immer neben einem sitzt und den am Anfang auch Verantwortung hat. Und du lernst dann mal im richtigen Trafik umzugehen mit den verschiedenen Situationen, die sich auch nicht immer an einem Simulator simulieren lassen. Also ein guter Fluglotse muss definitiv flexibel sein. Der Tour, den zwar hat gesagt, dass sein Trafik der könnt, dann möchte er seinen Plan. Aber das funktioniert nicht immer, weil es kann immer irgendwie sein, dass ein Flieger mal mit sehr oder mit losfliegt oder jemand muss durchstarten, weil er ein Problem hat und dann muss er seinen Plan halt eben ändern. Das Skillset geht manchmal vor allem darum, dass er unter Stress weiter funktioniert, dass er multitaskingfähig ist, dass er Verantwortung überholen kann und dass er auch weiter funktioniert, wenn er schief geht zum Beispiel. Ne? Ich meine, das sind Hauptqualitäten, die Kontrolle muss haben. Die Responsabilität ist schon, ja, schon groß, die ist schon da. Auch vor allem, wenn es Situationen sind, die ein bisschen wie brenzlig sind, das geschieht. Das ist normal an der Flugsicherung. Und das muss ich dann einfach aufhaken können, nicht mehr weiter darüber nachdenken und einfach weiterarbeiten. Aber mittlerweile, das mit der Erfahrung geht ein bisschen mehr reich und dann kann ich noch die Straße besser verschaffen. Ich will auf Fluglotsen und Sporei noch definitiv keine Sekunde gemacht haben.